auch hier aus dem Homeoffice heraus. Ich werde jetzt auch gleich anfangen, meinen Bildschirm zu übertragen, dass wir das hier sehen. Bildschirm 2. Ich hoffe, Sie können den jetzt alles sehen. Ansonsten kurze. Okay, warte mal, habe ich den jetzt richtig richtigen? Ja, der müsste es sein. Okay, also, wie gesagt, ich bin der Nikolai Stern. Ich bin von der Ausbildung gelernter Zeichner, Ingenieur und Unternehmer. Also ich habe die Firma Stern Didaktik vor circa 3, 3,5 Jahren gegründet und beschäftige mich hier hauptsächlich mit CAD und da im Speziellen wiederum mit Autodesk Fusion 360. Das heißt, ich kenne Fusion 360 schon relativ lange. Offiziell ist das Produkt, soweit ich weiß, schon 6 Jahre auf dem Markt, jetzt wahrscheinlich sogar 7 Jahre auf dem Markt. Wobei wirklich effektiv ist es erst so seit 4 Jahren sichtbar. Da hat sich sehr, sehr viel getan. Ich bin auch hier direkt auf der Seite von Fusion 360. Und was sofort ins Auge sticht, ist, dass es eben ein CAD, ein CAM und eine CAE-Software ist. Nochmal kurz ausgesprochen, Computer Aided Design, also computerunterstütztes Zeichnen, Computer Aided Manufacturing, also für computerunterstützte Fertigung und Computer Aided Engineering für computerunterstütztes ja, Engineering, das ist jetzt fast schon eingedeutscht, deswegen ja, Simulierung ist da, also eine Simulation ist damit gemeint im Prinzip. Wir haben bei Fusion 360 die Möglichkeit, das Ganze zu abonnieren. Das heißt, es ist der zweite große Punkt, wo sich Fusion unterscheidet von anderer professioneller CAD-Software. Wir arbeiten hier im Prinzip mit einer Cloud-Anbindung. Das heißt, es ist überall möglich, mit seinem Account zu arbeiten. Und das Geschäftsmodell ist eben auch ein komplett anderes. Das heißt, es ist nicht mehr eine klassische Lizenz, die man sich einmal kauft, sondern es ist eben ein Abo-Modell, was dann eben jährlich abgerechnet wird. Wenn man sich die Software runterladen möchte, gibt es einmal hier die kostenlose Testversion. Ich habe vorhin gesehen, dass aufgrund von Covid-19, was uns natürlich auch zu diesen außerordentlichen und eigentlich auch den Umständen entsprechend guten Maßnahmen führt, dass wir das Ganze online abhalten, ist es sogar jetzt möglich, bis zum 31. Mai das kostenlos zu nutzen. Das heißt auch für die kommerziellen Nutzer. Wenn wir hier drauf gehen, beziehungsweise die kostenlose Testversion uns herunterladen wollen, ich empfehle Ihnen das jetzt nicht mitzumachen. Das macht in diesem Webinar wenig Sinn. Dafür bin ich wahrscheinlich zu schnell und die Internetverbindung zu langsam. Aber ich möchte Ihnen zumindest mal den groben Überblick geben. Was wir hier sehen, ist die nicht kommerzielle Verwendung. Das heißt, Sie können das Programm auch privat nutzen und damit im Prinzip CAD-Designs erstellen. Sie können es kommerziell verwenden in Ihrer Firma, im Unternehmen oder eben Verwendung an Schulen, Hochschulen. Darunter sind auch Auszubildende, Studierende etc. mit dabei. Das heißt, da ist es sowieso kostenlos. Und soweit ich weiß, da steht es einjähriges Abonnement. Manchmal ist es auch dreijährig. Da kommt es ein bisschen drauf an. Ich kann da die Strategie auch von Autodesk noch nicht komplett erkennen. Aber das ist normalerweise gar kein Problem, wenn Sie Auszubildender sind, dass Sie da eine kostenlose Version bekommen. Und es funktioniert auch sehr, sehr gut. Gut, nochmal zurück zu Fusion, zu den verschiedenen Arbeitsbereichen. Wir haben natürlich sehr, sehr viele unterschiedliche Arbeitsbereiche mit dabei, von der Konstruktion bis hin zur Simulation. Generatives Design ist ein sehr, sehr besonderer Arbeitsbereich von Fusion. Den schauen wir uns heute aber nicht an. Das würde zu weit führen. Ich würde gerne über die Konstruktion, die Simulation, Fertigung, im Prinzip über das Zeichnen würde ich gerne mal so einen Einblick geben, beziehungsweise einen Überblick geben, damit Sie sehen, wie das Programm in sich funktioniert. Und dann werde ich Ihnen am Ende nochmal ein paar Hinweise geben, wie man sich das auch gut selbst beibringen kann, beziehungsweise welche Möglichkeiten es da gibt. Gut, dann wechsle ich direkt mal in das Fenster von Fusion 360. Das ist im Prinzip der Startarbeitsbereich, den wir hier sehen. Wir haben hier oben links sind im Prinzip diese Arbeitsbereiche, die ich gerade eben erwähnt habe, sind hier aufgelistet. Also von der Konstruktion bis hin zum Fertigen ist alles mit dabei. Hier oben rechts in der Ecke sieht man dann auch seinen eigenen Autodesk-Account. Da kann man diverse Einstellungen nochmal vornehmen, auch Voreinstellungen vornehmen.
um sich das Programm ein bisschen zu individualisieren. Das heißt, wenn man vielleicht aus einem anderen CAD-Programm kommt, kann man hier auch den Umstieg sich sehr, sehr leicht machen. Gut, wo sieht man jetzt diese Cloud-Anbindung bzw. das Cloud-Computing? Also zum einen haben wir hier auf der linken Seite, ich habe es gerade eben aufgemacht mit diesen neuen Quadraten hier oben links in der Ecke, sehe ich einmal diesen, ich sage mal, Cloud-Speicher. Diesen Cloud-Speicher, den kann ich auch nochmal im Web separat öffnen, um eben dann dort Projekte zu erstellen bzw. auch Personen einzuladen und den Personen unterschiedliche Rollen zuzuweisen. Das läuft dann im Hintergrund über Autodesk Teams. Man sieht es auch hier oben, wenn ich auf meinen Dropdown draufklicke, dass ich Bestandteil bin von mehreren Teams. Einmal hier nochmal mein zweites Konto von Sterndidaktik und dann auch hier noch andere Teams, wo ich eingeladen worden bin und wo ich dann eben mit anderen zusammenarbeiten kann an einem zentralen Ort. Ich habe uns jetzt hier mal ein Projekt angelegt. Das ist quasi hier ein neues Projekt und habe das ganze Webinar genannt. Und hier habe ich die Möglichkeit, auch neue Ordner zu erstellen. Und ich möchte auch heute eine kleine Geschenkbox erstellen und Ihnen mal anhand dieser Geschenkbox die verschiedenen Arbeitsbereiche zeigen, die es gibt. Wir schauen uns das mal an. Wir haben hier oben die ganzen Features. Die sind sehr, sehr ähnlich zu den Features, die man vielleicht auch aus anderen CAD-Programmen kennt. Da unterscheiden sie sich dann doch nicht so sehr. Es gibt ein paar Feinheiten bei Fusion, die wirklich sehr, sehr gut gelöst sind, gerade für Einsteiger, gerade für die, die ganz, ganz neu sind im CAD-Bereich, ist das wirklich sehr, sehr gut gelöst. Wir haben einmal ganz klassisch die Skizze erstellen und das ist quasi die Grundlage für jedes Volumenmodell, um das parametrisch aufzubauen. Und hier starte ich relativ einfach. Ich mache jetzt hier so eine kleine Box. Und die soll quasi mein erster Volumenkörper darstellen. Wenn wir uns das mal anschauen, rucki-zucki geht das Ganze. Jetzt habe ich hier so einen kleinen Quader schon erstellt und habe meinen ersten Volumenkörper. Navigationsmöglichkeiten sieht man jetzt auch ein bisschen besser. Hier oben rechts ist der Würfel, mit dem ich ein bisschen das ganze Modell drehen kann. Ich kann auch auf die Flächen hier draufklicken, dann richtet sich das dementsprechend aus. Oder aber ich klicke auf das Häuschen drauf und dann kommt es wieder zurück in die Home-Ansicht und ich habe hier die Möglichkeit, ein bisschen zu navigieren. Ich habe hier bei mir eine 3D-Maus. Mit der 3D-Maus kann ich auch ohne irgendwas zu klicken, kann ich das ganze Modell drehen und die werde ich jetzt im Weiteren nutzen. Also wundern Sie sich nicht, wenn ich hier oben rechts nicht mehr klicke oder eben hier im unteren Bereich. Ich drehe das mir immer so, wie ich das dann eben benötige. Gut, schauen wir uns das mal an. Was können wir noch damit Wunderbares machen? Ich möchte hier einmal die Ecken noch abrunden. Das heißt, ansonsten wäre diese Box womöglich ein bisschen zu einfach. Schauen wir uns das an. Jetzt haben wir hier 10 mm als Radius eingefügt. Und ich möchte weitermachen. Ich möchte jetzt schon den nächsten Körper erstellen. Und das mache ich ganz einfach. Ich wähle wieder die Skizze aus und projiziere mir diesen Körper von unten mit der Funktion projizieren. Und dann kann ich auch über Ändern, kann ich den Versatz auswählen und dann hier relativ schnell auch meinen zweiten Körper erstellen. Ich drehe mir es wieder zurecht. Dann sieht man schon, jetzt fange ich an mit dem Deckel, 5 mm, und erstelle mir auch hier einen neuen Körper. Das mache ich bewusst, damit ich eben schon zwei unterschiedliche Körper habe. Und die zwei unterschiedlichen Körper, die tauchen jetzt auch hier links, tauchen die hier im Browser, tauchen die auf, Körper 1 und Körper 2. Kann ich auch ein- und ausblenden. Den Körper 1 blende ich mir jetzt mal aus, damit ich hier wunderbar mit der Skizze 2 auch weiterarbeiten kann. Und Sie sehen, es ist relativ einfach durch dieses Direct Modeling. Das heißt, dass ich hier diesen Pfeil auch direkt anwenden kann, sieht man eben sofort, was man hier eingibt und auch macht. Und kann hier sehr, sehr einfach dann sich so eine kleine Box erzeugen. Ich gehe hier mal direkt raus mit dem Körper 2, beziehungsweise blende ich aus und mache jetzt hier die Schale und schon bin ich quasi fertig und habe so die erste kleine Box erzeugt mit zwei Körpern, die ich natürlich noch weiter beeinflussen kann. Aber ja, wir können hier oben vielleicht noch eine Phase hinzufügen, dann sieht es auch ein bisschen schicker aus, das Ganze. Okay, perfekt. Jetzt kommt ein nächster wichtiger Schritt von der Konstruktionsweise im Fusion. Es gibt im Prinzip die zwei unterschiedlichen Konstruktionsweisen, wie man solche Modelle aufbauen kann. Ich habe jetzt hier alles in einer Datei erstellt.
Das ist dem einen oder anderen sicherlich jetzt aufgefallen. Jetzt habe ich hier zwei Körper und habe hier aber trotzdem noch ein Einzelteil. Also das ist noch nicht, noch keine richtige Baugruppe. Prinzipiell unterscheiden wir zwischen der Top-Down-Konstruktion, das ist das, was ich jetzt gerade mache, oder der Bottom-Up-Konstruktion, zeige ich gleich im Anschluss. Wie sieht es aus? Eine Top-Down-Konstruktion. Ich bin jetzt hier mit den Körpern soweit fertig und erstelle Komponenten aus den Körpern, sodass ich hier mir eine Baugruppe erzeuge. Dem auffälligen, oder dem, ja, vielleicht ist es aufgefallen, hier oben links haben wir einmal dieses kleine Symbol hat sich geändert. Das heißt, hier hat jetzt tatsächlich was stattgefunden, dass wir das Ganze umgewandelt haben in eine Baugruppe. Und die Einzelteile sehen wir jetzt hier in Komponente 1 und Komponente 2 aufgelistet. Die Körper, der Körperordner ist jetzt zwar verschwunden, aber die Körper, die Volumenkörper sind nach wie vor hier unten untergeordnet unter den jeweiligen Komponenten. Das heißt, die sind nicht wirklich weg, sondern das ist nur umgewandelt worden in zwei separate Einzelteile. Gut, jetzt in der Top-Down-Konstruktion kann ich die Bauteile direkt verschieben. Das heißt, jetzt sind es wirklich eigenständige Komponenten. Klar, wir haben jetzt hier keine richtige Physik drin. Das heißt, die können hier durch die Wandung durchgehen. Ist aber auch erstmal nicht weiter tragisch. Wir kümmern uns gleich darum, dass wir das richtig verknüpfen miteinander. Erstmal stelle ich die Position wieder her. Machen wir einen kurzen Ausflug in die Bottom-Up-Konstruktion. Ich gehe jetzt mit rechter Maustaste auf diese Komponenten drauf und einmal habe ich die Möglichkeit, das Ganze als STL zu speichern. STL ist das Netzformat, das gerade für die 3D-Drucker benötigt wird. Das heißt, wenn Sie einen Slicer haben, dann laden Sie meistens einen STL-File in den Slicer rein, um dann eben den G-Code für den 3D-Drucker zu erzeugen. Wir wollen das Ganze jetzt jedoch hier lokal halten, im selben Dateiformat auf der Cloud und mache einfach nur hier eine Kopie speichern und dann mache ich hier einfach mal, damit man es auch erkennt, Kopie Komponente 1, das speichere ich ab. Jetzt sehen Sie schon, das taucht jetzt hier links auf. Dann mache ich dasselbe auch mit der zweiten Komponente. Mache ich hier auch wieder die Kopie Komponente 2, speichern und dann sehen wir schon die beiden Komponenten, wie sie jetzt hier sind. Und wenn ich jetzt eine neue Konstruktion erstelle, ich nenne es jetzt mal BU für Bottom-up Geschenkbox, dann habe ich hier auch die Möglichkeit, diese Komponenten im Prinzip hier reinzuziehen. Das heißt, meine eigenen Komponenten kann ich hier wunderbar reinziehen. Das ist kein Problem. Und es wird dadurch sichtbar, dass wir hier links in dem Feld, hier sehen wir so einen kleinen so eine kleine Kette, die zeigt das Ganze an, dass die verknüpft sind. Und wenn ich dann letztendlich eine Änderung hier vornehme, das heißt, wenn ich jetzt mal mir das hier oben hole und hier was hinzufüge, beispielsweise eine Schrift. Das, Sie sehen, ich habe jetzt nur diese Kopie geöffnet. Ich erstelle mir jetzt hier eine einfache Schrift. Ja, vielleicht machen wir mal hier sowas wie ja, Schleichwerbung. Ich hoffe, der eine oder andere schmunzelt mal kurz. Perfekt, machen wir hier die Schleichwerbung rein. Skizze fertigstellen, können wir das auch noch austragen entsprechend. So, und dann habe ich hier das wunderbar drin. Ich speichere das ab. Und jetzt passiert das Schöne hier. Er gibt mir den Hinweis in der BU-Konstruktion, dass jetzt hier eine Komponente veraltet ist. Ich soll es jedoch bitte aktualisieren. Das mache ich jetzt auch mal. Hier klicke ich einfach drauf und man sieht da, es ist aktualisiert worden. So viel zur BU-Geschenkbox. Ich gehe mal wieder rüber in die Top-Down-Konstruktion. Wir sehen hier, das hat keine Verknüpfung mit den jeweiligen Komponenten hier, sondern hier kann ich auch direkt modellieren. Das heißt, hier kann ich auch in dieser Baugruppe weiter zeichnen und hier nochmal was hinzufügen, beispielsweise so einen Kreis und kann dann auch hier wunderbar ausschneiden, sodass man das dann sieht. Also schneiden wir aus den Deckel nur, dass wir so eine kleine Eingriffslasche haben und dann können wir das Ganze hier wunderbar anpassen. Es fällt mir gerade auf, ich möchte hier was anpassen. Das Element möchte ich nicht hier beliebig 104,4, sondern ich möchte es definiert haben auf das Objekt, exakt hier drauf, damit ich eben immer eine parametrische Mitänderung habe.
Was heißt es konkret? Machen wir es mal ganz konkret, den Fall. Ich gebe jetzt hier mal 180 ein und hier vielleicht 250. Das heißt, ich habe die Box deutlich vergrößert und man sieht schon, was passiert. Das Ganze ändert sich mit und das ist eben diese parametrische Konstruktion, die sich eben wirklich dann in dem Falle scharf unterscheidet zu dem, was wir aus dem 2D-Bereich kennen, sei es jetzt AutoCAD oder eine andere 2D-Software. Gut, was noch ganz schön ist und was als Vorbereitung für den nächsten Arbeitsbereich dient, ist diese Darstellungsweise. Auch hier gehe ich wieder mit rechter Maustaste auf so eine Komponente drauf. Und dann kann ich die Darstellung hier wunderbar ändern. Ich wähle jetzt mal Aluminium aus. Kann ich hier oben das blaue Eloxid wählen, unten vielleicht grau Eloxid. Und das wird sich dann wunderbar widerspiegeln, wenn ich jetzt hier in den Rendern-Arbeitsbereich wechsle. Und dieses Wechseln in einen anderen Arbeitsbereich, das ist, glaube ich, auch so eine Besonderheit von Fusion, dass ich hier wirklich sehr, sehr einfach zwischen den Arbeitsbereichen wechseln kann und die sich natürlich immer wieder selbst aktualisieren, ne? Also ich habe jetzt hier keine großen Dateiformaten. Ich habe immer noch das eine Dateiformat, was ich immer noch nicht gespeichert habe. Das mache ich jetzt doch mal. Machen wir hier mal Top-Down Geschenkbox. Und obwohl ich jetzt hier im Rendern-Arbeitsbereich bin, habe ich jetzt kein separates Dateiformat erzeugt, sondern das wird alles hier runter abgespeichert. Und das ist, glaube ich, das auch das wirklich sehr, sehr Spannende daran. Gut, schauen wir uns das mal genauer an. Also hier in dem Rendern-Arbeitsbereich, man sieht schon, die Oberflächenstruktur, die verändert sich ein bisschen. Ich habe die Möglichkeit, das einmal im Ansichtsbereich zu rendern. Das sieht folgendermaßen aus. Ja, man sieht schon, Pixel für Pixel wird es hier ausgerechnet. Ich kann es auch wieder abbrechen. Oder aber ich kann es über die Cloud rendern. Kann hier auch die Umgebung noch entsprechend anpassen. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel ein Feld reinziehen, dass es so aussieht, als wären wir jetzt hier auf der Wiese. Kann hier gewisse Einstellungen vornehmen, kann die Perspektive nochmal verändern. Kann auch die Position bzw. die Größe verändern, das Ganze skalieren. Das heißt, wir können uns auch eine sehr, sehr große Box hier auf den Weg ziehen. Also hier sind diverse Möglichkeiten möglich. Und das Schöne ist, und jetzt kommt eben der zweite große Vorteil von Fusion hier schon zum Tragen, nicht nur der Cloud-Speicher, sondern eben auch die Möglichkeit, aufwendige Berechnungen über die Cloud laufen zu lassen. Hier steht es Cloud-Renderer. Wir werden diese Cloud-Rechenleistung, die werden wir auch nochmal im Simulationsbereich sehen. Und ich klicke jetzt hier einfach mal drauf, Cloud-Renderer freigegeben, kann er gerne rendern. Format lasse ich jetzt mal so, ist mir jetzt erstmal nicht so wichtig. Und man sieht jetzt hier unten rechts Cloud-Rendering gestartet, das heißt, er lädt es jetzt hoch und dann wird mir das Ergebnis zurückgeworfen, sobald es fertig ist. Genau, das war es im Prinzip auch schon zum Rendern-Arbeitsbereich. Ich switch mal rüber, solange es hier rendert im Hintergrund. Gehen wir mal in den Animationsbereich. Das ist der Bereich, in dem man wunderbar Montage- oder Demontage-Videos erstellen kann. Das heißt, anders als im Rendern-Arbeitsbereich wird jetzt hier kein fotorealistisches Bild erzeugt, sondern wir haben eben unser Konstruktionsbild und können hier einzelne Abläufe planen. Wie geht das konkret? Wir verschieben diesen Zeitregler auf eine entsprechende Zeit, so wie wir es jetzt eben, ja, wie lange eine Aktion dauern soll, beispielsweise jetzt hier 6 Sekunden. Ich klicke mir jetzt eine Komponente an und kann anfangen, hier die Komponente zu transformieren, kann auch einen Explosionspfad hinzufügen. Und dann sehe ich jetzt, diese Transformation dieses Deckels hat jetzt exakt 6 Sekunden gedauert. Und so kann ich im Prinzip Schritt für Schritt weitergehen. Jetzt auf 12 Sekunden. Vielleicht drehe ich das ganze Element mal so und dann sieht man schon, jetzt wird die Kamera hier mit reingenommen. Und dann kann ich das wunderbar hier drehen und wenden, etc. Ja. Wenn ich zufrieden bin mit der Animation, dann geht hier oben einmal das Video publizieren und dann kann ich das in einem entsprechenden Bildformat ausgeben lassen und verschicken oder ja, auf dem Tablet anschauen, etc. etc. Ja. Also hier ist sehr, sehr viel möglich. Ist auch sehr, sehr spannend. Wenn ich ein neues Drehbuch möchte, das heißt, ich möchte jetzt vielleicht hier das wieder zusammenbauen, kann ich hier unten einmal auf das kleine Plus klicken. Oder hier oben neues Drehbuch. Und dann kann ich hier auswählen vom Ende des vorherigen starten. Das mache ich jetzt mal.
Dann habe ich hier auch wieder dieselbe Möglichkeit, das ganze Modell wieder zusammenzubauen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ich es runtergezogen habe, so in etwa. Und dann läuft das Video gerade andersrum ab. Das heißt, erst muss ich es demontieren, damit ich es dann wieder montieren kann. Genau. Aber so kann das Ganze funktionieren. Und ich glaube, das ist auch schon das Wesentliche hier zu diesem Arbeitsbereich. Gehen wir mal in die Simulation rein. Die ist ein bisschen aufwendiger, deswegen zeige ich hier, ich zeige nicht alles, ich zeige nur mal die statische Spannung. Das heißt, wir gucken uns mal an, wie können wir hier relativ einfach eine Kraft auf das Bauteil draufgeben, um zu sehen, wie sich das Ganze verformt. Es läuft eigentlich relativ ähnlich ab, auch in den anderen Arbeitsbereichen. Erstes To-Do ist im Prinzip die entsprechende Studie auszuwählen. Ich wähle jetzt hier die statische Spannung aus, mache hier Studie erstellen. Und dann sehen wir hier unser Modell wieder bereinigt ohne eine Darstellung. Jetzt zählt tatsächlich auch nur das Material. Ich habe das Material zuvor nicht geändert. Das heißt, das ist jetzt hier der Default-Wert. Der Stahl ist jetzt hier automatisch drin. Könnte ich jetzt hier noch anpassen. Und dann hätte es eben andere Eigenschaften. Zuerst müssen wir quasi definieren, was eine fixe Fläche ist. Jetzt in dem Falle diese Fläche hier unten, die schränke ich in allen Freiheitsgraden. Schränke ich diese Fläche ein und dann gebe ich noch eine Last drauf. Einmal hier und sage jetzt mal 1000 Newton. Dann mache ich noch die automatischen Kontakte und da verknüpfe ich im Prinzip den Deckel mit dem Boden, sodass die zusammen vernetzt werden und da eben ein gemeinsames Netzmodell entsteht. Und dann kann ich das Ganze auch wieder lösen in der Cloud und hier dann auflösen. Das Besondere ist, oder was ich sehr, sehr besonders finde, ist einmal diese Möglichkeit, das über extern laufen zu lassen. Das heißt, meine eigene Maschine wird hier nicht belastet und man kann natürlich auch mit einem sehr, sehr schwachen Rechner dann Fusion auch bedienen. Und der zweite Punkt ist, wenn ich jetzt hier diese Studie klone, dann habe ich die Möglichkeit, auch mehrere Studien parallel zu lösen und das würde mit dem lokalen Rechner tatsächlich gar nicht gehen. Gut. Da sehen wir sogar schon das Ergebnis. Also das ging heute fix. Vermutlich ist nicht allzu viel los auf dem Datenmarkt und dann geht es doch schneller. Gucken wir uns das mal an. Wir haben jetzt hier einmal die Möglichkeit, diese Faktoren anzupassen. Das heißt, wie stark verformt sich das Bauteil tatsächlich? Jetzt so sieht es fünfmal angepasst aus. Also es wird sich nicht tatsächlich so verschieben, aber manchmal hilft die Übertreibung, um eben besser abzuschätzen, wo sich was verzieht oder wo sich was verdrückt. Wenn wir uns das mal tatsächlich anschauen und wie viel sich das verschieben würde, dann reden wir hier jetzt von 2,5 µ. Also das ist so gut wie gar nichts. Ich meine, 100 Kilo ist jetzt auch nicht die Welt, die ich hier drauf gegeben habe. Ja, deswegen ist der Sicherheitsfaktor auch mit 15 durchaus realistisch. Wenn wir uns das hier tatsächlich anschauen, dann sieht man hier auch tatsächlich so gut wie gar keine Verschiebung. Also ich kann zumindest keine erkennen, aber ist auch klar, bei 2,5 µ, das sieht man mit dem Auge nicht mehr. Das war im Prinzip die Simulation. Hier oben kann ich die Ergebnisse fertigstellen und dann bin ich hier eigentlich auch schon soweit durch. Gucken wir uns mal den fertigen Arbeitsbereich an. Der CAM-Arbeitsbereich ist natürlich ein sehr, sehr großer Arbeitsbereich. Also der ist mindestens genauso groß nochmal wie der Konstruktionsarbeitsbereich. Deswegen möchte ich hier auch nur die ganz, ganz kurz zeigen, wie man prinzipiell vorgeht. Wir haben jetzt hier unser eines Bauteil und für dieses Bauteil möchte ich jetzt eben möchte ich jetzt eben ausfräsen. Und der erste Schritt ist in dem Falle, dass ich hier ein Setup erstelle und in dem Setup lege ich fest, was für ein Rohteil ich benötige, mit welchem Operationstyp ich arbeiten möchte. Das heißt, möchte ich das fräsen, möchte ich es drehen oder drehfräsen. Jetzt in dem Falle macht nur Fräsen Sinn und ich wähle eben diesen Körper aus, um den es geht. Die Ausrichtung des Werkstückkoordinatensystems, das ist mitunter das Wichtigste, was ich hier im Setup vornehmen darf oder sollte. Das heißt, das ist der Punkt, auf den ich dann auch meine Maschine auf das Rohteil ausrichten muss. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt vermessen würde, wenn ich das jetzt aus Holz mache, ja, dann wäre es einfach. Dann kann ich hier einmal, wenn ich dieses Rohteil habe, mir zwei Linien ziehen über die Ecken. Dann habe ich genau diesen Mittelpunkt und darauf würde ich dann auch den Fräser ausrichten. Oder ich gehe hier links an die Seite. Ist natürlich auch eine Variante, damit ich mir hier quasi diesen Punkt suche am Rohteil.
und dann kann von dort aus die Maschine loslaufen. Man sieht jetzt hier so eine leicht gelbliche Struktur. Das ist im Prinzip das sogenannte Rohteil, auch hier im zweiten Reiter nochmal zu sehen. Und hier kann ich eben diesen Rohteilversatz kann ich mit dazugeben, seitlich, den habe ich jetzt mal weggenommen. Oben kann ich auch ein bisschen mehr machen, 2 mm, je nachdem, was einem lieber ist. Und nach unten hin habe ich natürlich auch Möglichkeiten, da die Einspannung eventuell zu vergrößern oder Einspannmöglichkeiten zu ermöglichen. Muss ich natürlich am Ende wieder wegfräsen, aber das wäre so das prinzipielle Vorgehen, dass ich mein Setup-Rohteil hier festlege und dann der Rest ist im Prinzip, wähle ich mir jetzt hier oben aus den Features die Operationen aus. Im ersten Schritt würde ich jetzt hier das Ganze einmal planen wollen und da kann ich dann hier über diese Fräserkategorie auch so einen Planfräser finden. Gucken wir uns mal an, was da schon integriert ist. Der da ist relativ groß. Ja, damit geht es auch schnell. Und dann könnte ich das hier quasi einmal wegfräsen. Das wäre meine erste Operation. Mit rechter Maustaste hier drauf gehen, gehe ich wieder auf das Simulieren. Und dann sehe ich auch hier das Rohteil. Und wenn ich das Ganze jetzt simuliere, dann sieht man auch schön, dass er da jetzt hier diese 2 mm, die wir da angegeben haben, wegfräst. Ja. Das nächste wäre jetzt im Prinzip diese Tasche, die ich noch machen könnte. Wähle ich einmal das hier unten aus. Auch hier muss ich dann natürlich ein entsprechendes Werkzeug auswählen. Da kommt es eben darauf an, was man auch selbst zur Verfügung hat, was für eine Maschine man hat, was für Material man überhaupt bearbeiten möchte, etc. etc. Ich will jetzt mal hier diesen 5 mm Fräser, der ist ein bisschen zu kurz. Deswegen, wir gehen mal mit den Höhen, gehen wir mal ein bisschen höher, dass wir da nicht anstoßen. Vielleicht 10 mm Versatz und jetzt sieht man schon, was passiert. Die Endhöhe habe ich jetzt 10 mm hochgenommen. Auch das wäre noch zu viel. Ich mag es jetzt trotzdem mal simulieren. Na, Moment, nochmal einmal vorwärts. Nochmal simulieren, damit man mal zumindest sieht, wo das Ganze hinführt. Das heißt, hier taucht er dann ein, der Fräser, und dann fräst er das Ganze eben zurecht. Ja. Jetzt hier bleibt er dann hängen. Tatsächlich mit dem Werkzeug sieht man auch schön, wird hier rot dargestellt, also das wäre nicht besonders gut, beziehungsweise würde es sehr teuer werden. Gut, kommen wir zum Zeichnungsarbeitsbereich. Den schauen wir uns mal direkt an aus der Konstruktion. Da habe ich die Möglichkeit, im Prinzip dieses Bauteil hier zu erstellen. Habe hier die Möglichkeit, also diverse Blattgrößen zu verwenden. Das sind eben die vorgefertigten Blattgrößen. Ich will jetzt hier mal einen A3-Plan und dann öffnet sich eine neue Datei. Sieht man jetzt auch hier oben mit dem entsprechenden Feld. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, über dieses Fenster hier nochmal Einstellungen vorzunehmen. Das heißt, hier möchte ich Maßstab 1 zu 1 haben. Einfach nur die sichtbaren Kanten, die verdeckten Kanten interessieren mich jetzt erstmal nicht. Und dann kann ich hier diese Ansichten erstellen. Prinzip ist fast alles möglich im Zeichnungsarbeitsbereich. Ein paar Kleinigkeiten fehlen noch, aber ich denke, die werden früher oder später noch bei Fusion mit dazukommen. Also dieser Bereich hat sich auch sehr, sehr gut gemacht. Wenn ich überlege, wie der vor 3 Jahren aussah, dann war das noch nicht ansatzweise gut genug, aber mittlerweile hat man doch die Möglichkeit, hier relativ viel zu machen. Das heißt, von Stücklistenerstellung bis Oberflächenangaben etc. etc. kann ich hier relativ viel vornehmen und natürlich auch Bemaßung und so weiter. Also alles, was man im Prinzip auch aus den anderen Arbeitsbereichen kennt, ist hier auch möglich oder aus anderen CAD-Programmen kennt, ist hier auch möglich. Ja, das soll dann nicht das Thema sein. Wenn ich ein neues Blattformat hinzufügen möchte, gibt es auch hier wieder dieses schnelle Hinzufügen. Und Sie sehen schon, das verdoppelt oder die Funktionen sind immer relativ ähnlich. Dieses schnelle Hinzufügen, das hatten wir auch bei dem Animationsbereich. Das heißt immer mit so einem Plus. Das wiederholt sich auch hier oben rechts, dass man hier nebendran eine neue Konstruktion auch machen kann. Also das ist relativ intuitiv und kann man sehr, sehr gut nachvollziehen. Auch hier möchte ich im Prinzip wieder diese Geschenkbox machen, aber diesmal nur einen Teil davon, und zwar die erste Komponente. Und hier kann ich quasi alle außer den Ausgewählten unterdrücken und kann dann nur für diese Komponente 1 dann auch eine Zeichnung erstellen.
und da natürlich alle Möglichkeiten von Oberflächenangaben etc. etc. Also da ist alles machbar. Ja, also ich glaube, viel mehr gibt es da auch erstmal nicht zu sagen zum Skizzen oder zum Arbeitsbereich. Man hat hier nochmal rechts die Möglichkeit, beziehungsweise man kann den Rahmen bearbeiten und kann hier tatsächlich auf die unterste Ebene zurückgreifen und hier noch ein paar Sachen sich zurechtlegen, beziehungsweise anders gestalten, wenn man das denn möchte. Und ja, sehr, sehr spannend. Wenn ich zufrieden bin mit der Zeichnung, habe ich die Möglichkeit, das Ganze als PDF-Datei auszugeben. Das heißt, da werden alle Pläne, die ich mir gemacht habe, werden da dran gehängt. Das heißt, habe ich eine wunderbare PDF-Datei, kann ich sehr gut verschicken. Und dann hat man zumindest mal einen groben Überblick, um was es da geht. Wenn ich jetzt auf Speichern klicke, dann wird die Top-Down-Geschenkbox-Zeichnung auch abgespeichert und ergibt hier eben ein neues Dateiformat. Wir sehen jetzt hier auch den großen Unterschied. Das heißt, einmal von der Top-Down-Konstruktion, das ist relativ dateiarm. Das heißt, ich habe im Wesentlichen diese Top-Down-Geschenkbox und diese Zeichnung. Das sind zwei Dateien. Wenn ich mir das bei der BU-Geschenkbox genauer anschaue, dann habe ich einmal 1, 2, 3 und dann jeweils nochmal eine Zeichnung dazu, bin ich schon bei 6 Dateien, die dann eben hier im Ordner auftauchen. Beide Varianten sind möglich. Es kommt immer auf den speziellen Anwendungsfall an oder je nachdem, was einem auch lieber ist, ein bisschen. Gut, wichtiges Thema hatte ich zuvor nicht erwähnt, weil es auch ein bisschen komplexer ist. Wir haben jetzt uns erstmal die Arbeitsbereiche soweit angeschaut. Der Konstruktionsarbeitsbereich ist natürlich deutlich größer als jetzt diese Geschenkbox. Das ist nur ein sehr, sehr kleiner Bruchteil davon, den ich Ihnen da gezeigt habe. Was zum Beispiel noch fehlt und was auch immer eine wichtige Frage ist, ist die Frage, wie kriege ich denn da Bohrungen rein oder wie kann ich denn Bohrungen erstellen? Das geht über dieses Bohrungstool. Das heißt, ich kann einmal dieses Bohrungstool hier auswählen, kann hier draufklicken und kann mir hier die Referenzen auswählen. Das ist die Variante 1. Ich empfehle gleich noch eine zweite Variante. Das wäre Variante 1, um hier eine Bohrung zu erzeugen. Sie sehen, ich habe jetzt auch das andere Teil mitgebohrt. Ist mir erstmal nicht so wichtig. Variante 2 ist, ich erstelle mir zuerst eine Skizze und Sie werden gleich den Vorteil davon sehen. Ich mache mir hier so einen kleinen Lochkreis. Und dann stelle ich mir noch einen Punkt. Und hier kann ich mir wunderbar mit diesem Punkt, kann ich mir anhand dieser beiden Konstruktionslinien, kann ich mir diesen wunderbar beeinflussen und kann hier einen tollen Winkel angeben, 22,5, Skizze fertigstellen und kann dann diesen Punkt auch auswählen, hier um eine Bohrung zu erzeugen. Was auch auffällt ist, dass ich hier noch keine Vorauswahl habe. Das heißt, hier ist tatsächlich das Tabellenbuch gefragt. Tabellenbuch aufschlagen, nochmal nachschauen, wie ist denn so eine zylindrische Senkung für eine Schraube DIN 4762? Was muss ich Ihnen da genau angeben? Also hier ist noch kein Katalog hinterlegt. Was jedoch hinterlegt ist, ist beispielsweise bei den Gewinden. Da kann ich durchaus hier die Normgrößen mir auswählen, M5. Ich mache jetzt mal eine größere Größe, dann sieht man auch hier 16. Und auch nochmal hier verschiedene Steigungen auswählen, um eben das dann entsprechend auch in der Zeichnung darzustellen. Wir haben jetzt hier einmal diese Normdarstellung. Das heißt, diese Darstellung, die würde sich in der Zeichnung auch niederschlagen. Ich gehe mal kurz auf Speichern, dann sieht man das auch direkt in der Zeichnung. Und machen wir hier mal aktualisieren. Was jetzt hier fehlt, ist quasi die Gewindekanten. Das heißt, hier haben wir wunderbar eine Normdarstellung des Gewindes. Wenn wir die 3D-Drucker unter uns, die benötigen vielleicht eher die modellierte Variante. Das heißt, jetzt hier wird das ganze Modell ausgeformt. Wir sehen jetzt hier direkt das Gewinde, wie das aussieht. Das funktioniert auch relativ gut. Kommt ein bisschen auf die Toleranz des Druckers an, beziehungsweise auf das Schwundmaß. Aber damit kann man schon durchaus Gewinde erzeugen. Aber Nachteil ist natürlich dann, wenn ich das jetzt Ganze speichere und wir gehen nochmal zurück in die Zeichnung, dann habe ich logischerweise hier keine Normdarstellung mehr, sondern dann sieht es so aus, als wäre das hier modelliert. Ja, also ist nicht mehr ganz korrekt hier. Deswegen ist es die Variante, die eher für die 3D-Drucker geeignet ist. Gut, nächste Frage, die natürlich dann einhergeht mit den Bohrungen. Wie bekomme ich denn Schrauben und so weiter hier mit eingefügt?
Das natürlich einmal hier über Einfügen gibt es die Möglichkeit, über Parts for Cut oder über McMaster-Komponenten einzufügen. Die andere Variante mit dem Links hier einfach reinziehen, habe ich ja schon gezeigt. Das heißt, eigene Komponenten, die einmal abgespeichert sind in der Cloud, kann ich immer wieder in jede Konstruktion einfügen. Das ist kein Problem. Und wenn ich externe Komponenten einfügen möchte, gehe ich persönlich über diese Plattform hier. Dafür muss man sich aber auch separat anmelden. Und dann hat man hier Zugriff auf sehr, sehr viele unterschiedliche Hersteller. Das heißt, hier sind auch diverse andere Sachen mit dabei, vom Pneumatikzylinder bis Motoren etc. etc. Und wie sieht das Ganze aus? Wir gehen mal hier zu einem Schraubenlieferanten und dann fügen wir mal so eine einfache Schraube, Flachkopf, einfach ein. Hat jetzt erstmal keinen weiteren Hintergrund. Sie sehen jetzt hier, kann ich den Gewindedurchmesser auch auswählen. Die Nennlänge kann ich ja auch auswählen, wenn ich hier was Längeres benötige. Dann kann ich das Modell an Fusion übertragen. Und wie gesagt, hierzu muss man sich nochmal separat registrieren. Das Ganze läuft hier über die Part Community. Vielleicht sind Sie schon registriert, dann können Sie diesen Account verwenden. Und dann, wenn ich angemeldet bin, dann geht es weiter. Und dann komme ich zurück in die Konstruktion und habe dann eben hier diese Schrauben eingefügt, beziehungsweise habe die Schraube hier verfügbar und kann diese dann eben platzieren. Das Platzieren, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Part, beziehungsweise mitunter der interessanteste hier in Fusion, weil der anders gelöst ist als in anderen CAD-Programmen. Wir kennen das häufig, dass wir versuchen, immer drei Flächen zueinander zu orientieren oder eine Achse und eine Fläche zueinander zu orientieren. In Fusion ist es ein bisschen einfacher gelöst. Wir haben einmal die Möglichkeit, verbinden wie modelliert. Das ist gerade in der Top-Down-Konstruktion sehr, sehr interessant. Ich mag es mal kurz demonstrieren. Ich gehe hier drauf, verbinden wie modelliert, sage Position erfassen und möchte jetzt einfach nur den Deckel hier auf die Komponente 1 fixieren, sodass das Ganze dann starr ist. Ich fixiere mir diese Box hier unten, fixiere ich mir noch im Raum und dann kann ich den Deckel auch nicht mehr hin und her ziehen, damit man das nochmal deutlicher sieht. Jetzt kann ich den Deckel verschieben. Jetzt gehe ich auf Verbinden wie modelliert, mache eine starre Verknüpfung und das Ganze wird einmal animiert und ich kann es nicht mehr verschieben. Die zweite Variante ist, ich gehe über das Gelenk und hier wähle ich im Prinzip meine erste Komponente. In dem Falle meine Schraube und dann eben meinen zweiten Part, jetzt hier vielleicht diese Bohrung. Dann kann ich auch mit einer starren Verknüpfung diese Schraube hier in der Luft platzieren, habe aber auch die Möglichkeit, im Prinzip hier mit Abstandsmaßen das Ganze nochmal zu verschieben. Das heißt hier vielleicht minus 10 mm. Und dann ist auch diese Schraube hier in der Luft fixiert. Macht natürlich wenig Sinn, aber um das einmal zu demonstrieren, wie man da hantiert. Gucken wir uns das nochmal genauer an, was hier passiert. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Bei Gelenk sieht man jetzt hier so eine kleine Scheibe, die sich da eröffnet in der Mitte der Schraube. Das heißt, genau diese Scheibe, die ist relevant für die weitere Verknüpfung. Das heißt, das kleine Element hier. Denn diese Scheibe wird immer konzentrisch und planar zur anderen Scheibe gelegt, weshalb eben die anderen Verknüpfungen bei den anderen Programmen oder wie man es aus anderen Programmen kennt, dann hier wegfallen. Ja, das heißt, hier werden einfach nur die beiden Scheiben aufeinander platziert und damit ist das Ding dann fix. Gut, das war im Prinzip das Wesentliche von Fusion 360. Wir haben noch andere Arbeitsbereiche hier im Konstruktionsarbeitsbereich, den Flächenarbeitsbereich. Ich sag mal für die komplexere Gebrauchsgüterkonstruktion, teilweise auch für den Maschinenanlagenbau, wenn es ein bisschen komplexer wird. Der ist einfach deutlich gnädiger nochmal als der Volumenkörperarbeitsbereich. Und Blecharbeitsbereich haben wir auch. Da möchte ich auch nochmal kurz drauf eingehen, wenn wir uns das anschauen mit dem Blech. Wir können auch hier wieder eine Skizze erstellen. Wählen wir uns einmal aus. Eine Fläche, einfaches Quadrat. Auch hier kann ich das schön bemaßen. Mache ich hier Skizze fertigstellen. Und dann gucken wir uns das an. Einmal Flansch. Jetzt wähle ich als Vorgabe den Stahl, der jetzt hier schon drin ist, als Default-Wert. Kann ich später noch ändern. Und habe auch hier die Möglichkeit,
dann die Kanten auszuwählen, und dann eben so eine einfache Box zu Kanten. Kann hier nochmal das Ganze beeinflussen von den Kanten her. Das heißt, wenn ich jetzt eine bisschen weniger benötige, dann kann ich das hier durchaus auswählen. Und dann sehe ich hier schon diese Box, ja, das Blechteil, wie das dargestellt wird. Wichtigster Punkt ist einmal hier die Blechregeln. Das heißt, wenn ich hier drauf gehe, dann sehe ich jetzt einmal hier diese Konstruktion, den Stahl. Ich kann hier eine neue Regel hinzufügen und kann hier im Prinzip diese Werte ändern. Das heißt, vielleicht jetzt hier auf Stahl 5 mm gehen und das dann entsprechend angeben. Gehe ich mal auf Speichern. Die anderen Faktoren wie Biegungsbedingungen und Eckbedingungen lasse ich mal so, wie sie drin sind als Default-Wert. Das kommt schon relativ gut hin. Und dann kann ich im Prinzip hier oben links diese Regel umschalten auf Stahl 5 mm. Und man sieht schon, jetzt wird das ganze Element ein bisschen stärker ausgeführt. Das heißt, wir haben jetzt unsere Blechstärke verstärkt, verdoppelt. Ja. Gut, nächster wichtiger Punkt ist die Abwicklung. Das heißt, wenn ich mit meinem Blechteil soweit fertig bin, dann gehe ich hier oben auf Abwicklung erstellen. Und jetzt ist es vollkommen egal, auf welche Fläche ich draufklicke. Jetzt in dem Falle klicke ich mal auf diese planare Fläche drauf und dann wird das ganze Element hier abgewickelt und ich sehe diese Abwicklung. Ja. Also funktioniert wunderbar auch mit Papier. Das heißt, wenn man so kleine Geschenkboxen basteln möchte für Weihnachten, dann ist vielleicht noch ein bisschen früh dafür, aber dann kann man das hier wunderbar mit dem Fusion machen und sich hier eben diese Kontur zumindest mal zurechtkonstruieren, damit ich dann schneller alles ausschneiden kann. Alternativ wäre einen eigenen Laserschneider hat, der kann das Ganze auch als DXF exportieren und eben dann dort in der Software einlesen. Das heißt, auch das ist möglich. Ja. Prinzipiell geht natürlich auch diese CAM-Programmierung über Fusion selbst. Das heißt, hier könnte ich mit diesem Blechteil einfach in einen anderen Arbeitsbereich wechseln. Gut, ich denke, das war erstmal ein sehr, sehr umfangreicher Einblick in Fusion 360, ein guter Überblick, damit Sie mal die verschiedenen Arbeitsbereiche gesehen haben. Wenn Sie jetzt Fragen haben, haben wir noch ein bisschen Zeit, dann können wir die direkt klären. Und ansonsten, ja, ich hoffe, es gibt Fragen oder ich hoffe, ich habe jetzt niemanden erschlagen damit mit der umfänglichen Präsentation. Ja, noch ganz, ganz kurz, also neben den zahlreichen YouTube-Videos, die es zur Verfügung gibt für Autodesk Fusion. Also Autodesk Fusion hat einen riesen Kanal auf YouTube, wo man sich das gut nochmal anschauen kann. Zum Großteil auf Englisch. Ich selbst habe auch einen kleinen Kanal, auf dem man sich das anschauen kann. Es gibt auch zahlreiche Dokumentationen. Hier oben rechts sieht man das beispielsweise, Schulungen, Dokumentationen. Da hat man auch diverse Möglichkeiten, sich nochmal das zugute zu führen. Das sind auch diverse E-Learnings mit dabei. Man kann sich hier so einen Schnellstart anschauen und da kommt man auch relativ gut selbst rein. Also als Autodidakt kommt man hier wirklich sehr, sehr gut in die Software rein. Und auch hier gibt es nochmal Beispiele von Basic Training, CAM Samples, Design Samples, wo Fusion oder Autodesk hier nochmal Beispiele darstellt, die man dann eben auch sehr, sehr gut nochmal nachvollziehen kann, wenn man dann gerade hier beginnt. Ja, also es ist wirklich sehr, sehr umfangreich, die Software. Und ich habe auch nur einen kleinen Teil tatsächlich davon gezeigt. Also da geht es noch weiter und man kann sehr, sehr viele tolle Sachen damit machen. Thank you.